Boah, Alter, wir haben noch nicht mal angefangen zu drehen und du hast schon voll die Fahne. Ja, siehst du, und wie findest du ihn? Ja, total geil. Ja, hab ich doch gesagt. Und vor allem, der riecht auch noch so gut. Ist ja auch ein Deo-Roller. So, Anna-Sophie Mutter 1, André Rieu 2, Vanessa May 3, Geigerzähler. Oh, David Garrett, der ist scharf. 4. Fußballfeld. Sag mal, was hast du denn schon wieder? Oh, ich habe ein Problem mit meinen Augenlidern. Vielleicht kannst du mir mal helfen. Ja, wo bist du denn jetzt? Pass auf. Eye of the Tiger, sexy eyes, for your eyes only. Wie wär's mit Ice Ice Baby? Du kannst echt gut Englisch. Flaschen. Ja, aber das sind nur 27. Ja. Hey, die sind ja noch voll. Oh ja. Hey! Du miese Sau. Alter, was machst du denn da? Jetzt bist du aber echt auf den Mund gekommen, ey. Ey, warte mal, Kumpel, heute kostet Eintritt 5 Euro. Also Torben, wenn du beim Zirkus anfangen willst, dann musst du noch ein bisschen lernen, die Balance zu halten. Oh, das kann ich aber eigentlich schon ganz gut. Boah, du putzt aber schön. Du, da hast du dir auch was Süßes verdient. Guck mal, was ich hier für dich habe. Oh, das sind aber lustige, bunte Perlen. Ja, das ist ja auch ein Pfannkuchen. Da musst du einen Euro reinstecken. Ich hab keinen Euro. Ja, ein Chip geht auch. Ja, so ist das gut, so ist das gut. Oh ja, mach noch ein bisschen, oh ja, ein bisschen mehr. Oh, ich glaube, es kommt. Ja, ja, oh, das ist gut, das ist gut. Was macht ihr da? Wir machen rum. Torben? Jo? Ich brauche mal eben Salat. Ja. Und eine Knarre. Ja, Salat und, eine Knarre? Ja, gut, hier. Warum eine Knarre? Was machst du denn da? Ein Cheeseburger! She's like the wind to my tree. Guten Tag, ist da die Pizzeria Rosette? Ja, wunderschön. Ich hätte gern eine Piratenpizza. Nein, ohne Kapern. Was zum Teufel? Ich bin Quadratikid. Du bist eher Judo-Udo, Alter. Torben, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe kein einziges Mal gelacht bei dieser Folge. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal ist mir auch nicht gerade ein Ei aus der Hose gefallen. Tja. Und Gary, wie fandst du's? Oh!